Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde des Stahler Geschichts- und Heimatvereins. Mein Name ist Robert Garde und ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Abendvortrag. Diese Reihe der Abendvorträge, viele von Ihnen kennen Sie, das sind 6 wissenschaftliche Vorträge in jedem Winterhalbjahr. Die Reihe gibt es seit 2011 im Stahler Geschichts- und Heimatverein. Inzwischen gehen wir ins 11. Jahr. Und bisher haben 51 Vorträge stattgefunden aus einem ganz weiten Themenkreis. Wir haben historische Vorträge aus allen historischen Epochen gehabt. Wir haben geografische Vorträge, aber auch naturwissenschaftliche Vorträge gehabt in unserer Reihe. Ich sagte, 51 Vorträge gab es schon. Heute ist der 52. Vortrag, mit dem wir wieder mal in die regionale Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts gehen. Es geht um die nationalsozialistischen Euthanasieverbrechen in der Heil- und Pflegeanstalt in Lüneburg. Auch die dort verübt worden sind, auch an Menschen aus Stade und aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Ich möchte Ihnen die Referentin des heutigen Abends ganz kurz vorstellen. Frau Dr. Carola Rudnick ist Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt auf der Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts. Sie hat in Lüneburg Kulturwissenschaften studiert und 2009 promoviert mit einer Doktorarbeit mit dem schönen Titel »Die andere Hälfte der Erinnerung – Die DDR in der deutschen Geschichtspolitik nach 1989«. Sie hat dann in verschiedenen Gedenkstätten gearbeitet und ist seit 2015 Leiterin der Euthanasie-Gedenkstätte in Lüneburg. Sie arbeitet dort also daran, dass die Verbrechen und die Opfer nicht vergessen werden. Und dass sie das mit großem Engagement und Erfolg tut, das kann man wohl daran ablesen, dass sie 2019 in Lüneburg als Bürgerin des Jahres vom dortigen Bürgerverein ausgezeichnet worden ist. Liebe Frau Rudnick, herzlich willkommen in Stade. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute im Rahmen der Abendvorträge hier sprechen. Sie haben das Wort. Sehr herzlich dafür bedanken, dass ich heute Abend hier sprechen darf. Und es ist ja auch was Besonderes nach 1,5 Jahren, dass Sie hier sind und sich für so ein schweres Thema heute Abend hier eingefunden haben und einen Aufschlag machen mit mir gemeinsam. Ich wurde gebeten, Ihnen einen Überblick zu geben über den aktuellen Forschungsstand und darauf aufbauend nochmal fokussiert auch mich zu konzentrieren, wie es eigentlich mit Menschen umgegangen aus dem Elbe-Weser-Dreieck, wie sind die vorgekommen im Patientenmord? Und wenn ich das tue, werde ich den Fokus tatsächlich auf die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt legen müssen. Das ist mein Beritt. Ich weiß, dass es hier in der Region natürlich die Rothenburger Anstalten der Inneren Mission gegeben hat. Auch da gibt es eine Verbindung zu Lüneburg, das werden Sie nachher noch erfahren, wenn Sie es nicht auch schon vielleicht irgendwo einmal in einer Zeitung oder so gelesen haben. Aber ich konzentriere mich tatsächlich auf die Verbrechen, die mit diesem Lüneburger Standort in Verbindung stehen. Wie Sie wissen, sind auch Psychiatrien heute nach einem Regionalitätsprinzip strukturiert. Das heißt, es gibt ein Einzugsgebiet, das hängt mit Zwangseinweisungsmaßnahmen zusammen. Und da fällt nun mal auch das Elbe-Weser-Dreieck in dieser Zeit, über die ich sprechen werde, in das Einzugsgebiet der Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auch tatsächlich auf die PowerPoint richten, die ich hier im Hintergrund einblenden werde. Nicht immer erzähle ich synchron, also Sie haben die Möglichkeit und ich hoffe, ich habe die Schrift auch immer groß genug gewählt für diejenigen, die auch gerade hinten sitzen. Haben Sie die Möglichkeit, sich auch zusätzlich oder verkürzt zu informieren? Ich werde viele Dokumente, Fotos, Abbildungen einblenden und ich habe mir tatsächlich auch in den letzten 2 Wochen die Mühe gemacht, wirklich jede einzelne Person zu identifizieren aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Insofern ist das jetzt wirklich ein auch für diesen Abend neu entstandener Forschungsstand. Ich möchte erstmal
Ihnen zeigen, worüber ich sprechen werde. Die Einführung haben wir gemeinsam jetzt hinter uns gebracht. Ich werde tatsächlich ein bisschen was sagen über die Euthanasieverbrechen allgemein, weil ich bei einer solchen Veranstaltung nicht immer voraussetze, dass alle genau wissen, was ist eigentlich Euthanasie. Dieser Begriff ist dem einen, dem anderen vielleicht bekannt, aber welche verschiedenen Morde damit in Verbindung stehen, eben nicht. Das werde ich also einmal auch noch mal deutlicher machen, am Beispiel auch der Lüneburger Verbrechen oder von Lüneburg ausgehenden Verbrechen. Und dann gehe ich ganz konkret auf die vier verschiedenen Opfergruppen ein, die ich identifizieren kann in Verbindung mit der Region, über die wir sprechen. Und dann gibt es noch einen kleinen Schluss und ich versuche das wirklich auch zeitlich in einem Rahmen zu machen, dass wir auch noch zu einer Diskussion kommen. Was waren also die Lüneburger Euthanasieverbrechen? Was sind überhaupt die Euthanasieverbrechen? Ich zeige Ihnen hier schon mal vorab eine Übersicht der Verbrechen, über die wir sprechen. Es beginnt 1934 tatsächlich, da beginnt auch der Mord im Übrigen, das ist vielen nicht so bewusst, im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. So der offizielle Titel. Ein Gesetz, das am 14. Juli 1933 verabschiedet wird, also ganz früh in der NS-Zeit, eines zu den ersten großen Gesetzesinitiativen gehört und dann am 1. Januar 1934 in Kraft tritt. Das regulierte die Sterilisation bzw. die Zwangsunfruchtbarmachung und damit einhergehend finden auch die ersten Morde statt, was die wenigsten tatsächlich wissen, ist, dass damit einhergehend eben auch Zwangsabtreibungen stattgefunden haben. Noch bis in den fünften Schwangerschaftsmonat hinein wurden Föten abgetrieben und somit ist das durchaus eine rassenhygienische Maßnahme, die eben auch zumindest für ungeborenes Leben zum Tod geführt hat, in vielen Fällen. Was Sie vielleicht auch wissen, ist, dass in diesem Zusammenhang ja auch nicht nur Menschen mit einer medizinischen Indikation operiert worden sind, sondern dass eben auch ein Großteil derjenigen, die ab 1934 sterilisiert worden sind, insgesamt übrigens 400.000 Menschen auf dem Gebiet des Deutschen Reiches, dass sehr, sehr viele von diesen 400.000 Menschen aufgrund von sozialen Gründen sterilisiert worden sind. Wir reden hier über Sitzenbleiber, über Wohnungs- und Arbeitssuchende, über Arbeitslose, über Sinti und Roma, über Homosexuelle, Sexarbeiterinnen und überhaupt all jene, die nicht den damaligen Normen entsprachen, also alleinerziehende Mütter, Mütter von Kindern, von verschiedenen Vätern, Querulanten und so weiter. Also wirklich auch Jugendliche, die eben vor dem 18. Lebensjahr schon Geschlechtsverkehr hatten und. Also die Gruppe ist wirklich sehr, sehr groß und hat mit heutigen Kriterien, was medizinische Indikation anbelangt, nichts zu tun. Dann geht es weiter in Lüneburg mit der Aktion T4. Das ist die Aktion, die die meisten in Verbindung bringen mit dem Begriff der Euthanasie. Hierbei handelt es sich um die Ermordung von überwiegend erwachsenen Psychiatriepatienten in den Jahren 1940-41. Dafür wurden 6 Tötungsanstalten eingerichtet an 6 Orten, beziehungsweise sind es 5 Tötungsanstalten und ein Zuchthaus. Und dort wurden insgesamt 70.000 Menschen mit Kohlenmonoxid vergast. Und wie Sie hier schon an der Übersicht erkennen können, 474 Todesfälle können wir mit der Lüneburger Psychiatrie in Verbindung bringen. Es folgt dann in Lüneburg die Ermordung von Kindern und Jugendlichen in einer eigens dafür eingerichteten Abteilung. Dazu komme ich gleich noch genauer. Das sind insgesamt 737 Kinder und Jugendliche bzw. Babys bis Jugendliche, musste ich sagen. Die Jüngsten waren 0, kamen am Tag ihrer Geburt. Die Ältesten standen kurz vor ihrem 16. Geburtstag. Durchliefen diese Lüneburger Kinderfachabteilung und identifiziert sind 425 Fälle plus 61 Ungeklärte, wo ich nicht genau weiß, was ist mit denen passiert. Sind die ermordet worden? Haben die überlebt? Man weiß es nicht. Also ich kann es bis jetzt noch nicht so rausfinden.
gefolgt von der Ausländersammelstelle. Auch darauf gehe ich noch ein. Das ist die Konzentration von Patientinnen und Patienten ausländischer Herkunft in sogenannten Ostarbeiterinnen und Ostarbeiterstationen. Auf dem Gebiet der Provinz Hannover hat man den Psychiatrien verschiedene Spezialitäten bzw. verschiedene Zuständigkeiten, Spezialisierungen zugemutet. Und so wie in Wunsdorf, Hannover-Wunsdorf, beispielsweise Patientinnen und Patienten jüdischen Glaubens konzentriert worden sind, waren es in Lüneburg eben Patientinnen und Patienten ausländischer Herkunft. Und da sprechen wir von einer großen Gruppe an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Da sprechen wir aber auch gerade am Ende des Krieges, also 1944, verstärkt von Geflüchteten, sowohl von der West- als auch von der Ostfront. Und überhaupt all jene, die in irgendeiner Weise als Ausländer deklariert worden sind, also auch Sinti und Roma. Und schließlich eine vierte Form des Patientenmordes, auch in Lüneburg, das ist das Verhungern lassen von erwachsenen Psychiatriepatienten oder das Töten mit Medikamenten in der sogenannten dezentralen Euthanasie. Da hat man sich dann gar keine Mühe mehr gemacht, die Patienten in die Tötungsanstalten zu verlegen, beziehungsweise hat sie vor Ort dezentral in den Psychiatrien mit Medikamenten ermordet, beziehungsweise sie verhungern lassen. Das schon mal so vorab als Überblick. Und ich gehe jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf ein, nachdem Sie diesen Überblick erhalten haben. Sie sehen hier das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Dort war genau geregelt, welche Diagnose überhaupt zugrunde liegen durfte für eine solche gerichtlich angeordnete Zwangssterilisation. Und gerade die erste Diagnose, oben eingeblendet, angeborener Schwachsinn, bot wirklich Tür und Tor offen. Da konnte so ziemlich jeder drunter gefasst werden. 1936 hat man das nochmal novelliert und hat auch den sogenannten sozialen Schwachsinn als Grundlage für Unfruchtbarmachung zugrunde gelegt. Besonders an dem deutschen Gesetz, im Unterschied zu den anderen Gesetzgebungen, die es im Übrigen auch in anderen europäischen Ländern und auch in den USA gegeben hat, war § 12, der eben die Unfruchtbarmachung auch gegen den Willen des Betroffenen geregelt hat, sodass die Betroffenen eben überhaupt keine Möglichkeit hatten. Also der Zwang ist sozusagen schon gesetzlich verankert. Die Betroffenen hatten keine Möglichkeiten, sich dem zu widersetzen. Ich hoffe, dass Sie trotz, dass die Darstellung so kryptisch ist, das einigermaßen doch erkennen können, dieses Tortendiagramm. In Lüneburg haben wir ein Erbgesundheitsgericht gehabt, was für die Lüneburger Patientinnen und Patienten der Psychiatrie, aber auch für die Bevölkerung im Einzugs- und Gerichtsbezirk des Amtsgerichtes Lüneburg zuständig war. Und von etwa 1300 Akten, die heute noch im Landesarchiv in Hannover in diesem Fall liegen, haben wir 800 nachgewiesene Sterilisationen identifizieren können. Das heißt, da gab es nicht nur ein Gerichtsurteil, sondern die sind auch vollstreckt worden. Aus dem Raum Stade, aus dem Elbe-Weser-Dreieck, finde ich kaum Personen, die über das Erbgesundheitsgericht Lüneburg verurteilt worden sind, einfach deswegen, weil es hier andere Erbgesundheitsgerichte gab, die dafür zuständig waren. Es gab in Stade ein Erbgesundheitsgericht und in Verden, und das Erbgesundheitsobergericht saß in Celle. Und wenn Sie Interesse haben, da mal näher nachzugraben, kann ich Sie dazu nur einladen, das zu tun, weil das ist noch wirklich ein sehr unbeackertes Gebiet. Für die Lüneburger haben wir 800 nachgewiesene Fälle. Wir haben den Großteil an Frauen nachweisen können. Das bedeutet nicht, dass mehr Frauen als Männer sterilisiert worden sind, sondern der Nachweis ist einfach da. Das hängt damit zusammen, dass es in Celle eine Landesfrauenklinik gegeben hat, die es auch heute noch gibt. Und die haben sehr gut Buch geführt. Und deswegen können wir einfach mehr Frauen als Männer identifizieren. Es gibt keine Männerklinik, die das so gut parallel gemacht hätte. Jetzt will ich was sagen zu der Kindereuthanasie. Die beginnt tatsächlich am 9. und 10. Oktober 1941. Wir haben jetzt am 10. Oktober gerade den Tag der offenen Tür in Lüneburg gehabt, in der Gedenkstätte, anlässlich 80 Jahre Kinderfachabteilung,
Und in den bisherigen Publikationen zu dem Thema Kindereuthanasie und Lüneburg habe ich selber auch immer die Zahl 695 Kinder publiziert, aber inzwischen konnte ich aus den Verzeichnissen für erkrankte Männer und Frauen alle Kinder und Jugendlichen bzw. Babys, Kleinkinder identifizieren. Und es sind tatsächlich doch ein bisschen mehr, nämlich 737. Und wie schon erwähnt, 425 sind belegte Todesfälle. Unter diesen Todesfällen gibt es auch natürliche Tode bzw. Tode in Verbindung mit der Behinderung oder mit der Grunderkrankung, beispielsweise Epilepsie. Da muss man also genau hingucken. Und wir sagen heute immer noch, etwa 300 bis 350 Kinder sind mit Medikamenten ermordet worden und etwa rund 100, also 75 bis 100 Kinder, je nachdem, wo man das ansetzen möchte, sind tatsächlich infolge von Mangelernährung und Mangelversorgung verhungert. Die Sterberate ist in Lüneburg sehr hoch mit 60%. Das bedeutet aber auch, 40% haben die Lüneburger Kinderfachabteilung überlebt. Viele sind weiterverlegt worden nach Lemgo, in die Stiftung Eben-Eser, weil es dort eine Hilfsschule gab und weil die Kinder dort eben, wenn sie im schulfähigen Alter waren, beschult werden konnten. Und das erklärt auch, warum eigentlich nur die Kinder im schulfähigen Alter verlegt worden sind. Ausnahme ist ein Mädchen, Käthe, die mit 4 verlegt worden ist, aber auch nur deswegen, weil ihre Schwester Erika auch verlegt wurde und man wohl die Geschwister, die beiden Mädchen, nicht trennen wollte. Inzwischen wissen wir auch, in welchem Jahr wie viele Tode stattgefunden haben. Und hier ist von Bedeutung, dass man feststellen kann, wenn man jetzt die 80 Jungen und die 48 Mädchen im Jahr 1943 und das Äquivalenten dann nochmal in dem Jahr 1944 zusammenrechnet, kann man sehr gut erkennen, dass pro Woche etwa 3 Kindersärge die Anstalt verlassen haben. Pro Woche sind etwa 3 Kindersärge auch auf dem Anstaltsfriedhof bestattet worden. Das sind alles Dinge, die natürlich nicht unbeobachtet stattgefunden haben und die auch tatsächlich seelsorgerisch begleitet stattgefunden haben. Und es hat sich rumgesprochen, dass in Lüneburg eben auch die Kinder und Jugendlichen sterben wie die Fliegen. Ich hatte schon erwähnt, dass die Kinderfachabteilung jetzt vor 80 Jahren eingerichtet worden ist. Sie gehört damit zu den ganz späten Gründungen. Eigentlich haben die meisten Kinderfachabteilungen ihre Arbeit 1939 aufgenommen. Ich habe mich lange gefragt, warum ist die Lüneburger Kinderfachabteilung eigentlich 2 Jahre später gestartet? Und es hängt mit der Bedeutung Lüneburgs als Gaustadt zusammen. Es gab Pläne, die Stadt umzugestalten, ein Parteitagsgelände zu bauen, ein Gauforum zu installieren. Und man hatte auch die Pläne, die Lüneburger Psychiatrie als NAPOLA, als nationalpolitische Landesanstalt, nachzunutzen, als eine Art Elite-Schule, Internat für den Führernachwuchs. Und das wusste der damalige ärztliche Direktor zu verhindern, indem er den Kuhhandel mit der Reichskanzlei eingegangen ist. Er hat sich bereit erklärt, eine Kinderfachabteilung einzurichten und im Umkehrschluss konnte die Psychiatrie weiter betrieben werden. 85 der insgesamt 138 Kinder und Jugendlichen, die am 9. und 10. Oktober aus den Rothenburger Anstalten der Inneren Mission kommen, sind Jungen. 53 sind Mädchen und nur 9 Jungen und 7 Mädchen, die aus den Rothenburger Anstalten der Inneren Mission nach Lüneburg verlegt werden, überlebten tatsächlich. Alle anderen sind ermordet worden binnen weniger Wochen und Monate. Die Rothenburger Anstalten der Inneren Mission hat ihre Kinderabteilung geschlossen, wurde auch Ausweichkrankenhaus für Hamburger Bombenbeschädigte. Und in diesem Zusammenhang kamen eben sehr viele Kinder aus den Rothenburger Anstalten, nämlich die 138 als erste Patienten der Lüneburger Kinderfachabteilung in die Häuser 23 und 25.
um Ihnen ein bisschen deutlich zu machen, wie groß das Einzugsgebiet der Kinderfachabteilung war. Ich habe Ihnen Lüneburg einmal in der Mitte markiert. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen. Und da sehen Sie eingeblendet das Einzugsgebiet der Lüneburger Kinderfachabteilung. Also es reichte von Hamburg über Bremen, Bremerhaven, natürlich der gesamte Raum der Provinz Hannover, bis runter nach Nordrhein-Westfalen. Streng genommen müsste ich inzwischen tatsächlich auch noch Köln einbeziehen, denn die Kinderfachabteilung Waldnil wurde aufgelöst und die letzten Kinder aus Waldnil sind auch noch mal nach Lüneburg verlegt worden. Also Lüneburg war auch eine Auffangstation für andere Kinderfachabteilungen. Erwachsene Patienten in der Aktion T4 hat es auch aus Lüneburg gegeben. Hier eingeblendet Max Bräuner, der damalige ärztliche Direktor, da ist er noch sehr jung, bei Dienstantritt 1909. Die Lüneburger Patientinnen und Patienten, insgesamt 475, wurden verlegt nach Pirna-Sonnenstein und nach Hadamar. Und selbstverständlich waren unter diesen 475 Verlegten auch Patienten aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Da komme ich gleich noch zu. Am 7. März verlassen 124, am 9. und so weiter April immer mehr und insgesamt sind es 475 und Sie haben es schon gerade eben eingeblendet gesehen, nur ein Patient tatsächlich hat nachweislich diese Verlegung überlebt und es ist ein Patient aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Hier sieht man einen Trostbrief, den ich Ihnen eingeblendet habe von Anna Wichern. Anna Wichern kam aus Osterwesede, also auch eine Frau als Opfer aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Und die Familien haben nach der Ermordung einen solchen Trostbrief erhalten. Und dort war in der Regel immer in der beigefügten Sterbeurkunde ein falsches Todesdatum drin. Man hat in der Regel das Sterbedatum 2 bis 3 Wochen nach hinten verlegt, aus dem perfiden Grund, dass man die Zwischenzeit noch abrechnen konnte. Und dieses Pflegegeld, was man abrechnen konnte für die bereits längst Ermordeten, hat im Grunde genommen diese gesamte Aktion finanziert. Insofern ist dieses Dokument nicht nur von Bedeutung hinsichtlich der Urkundenfälschung, die da stattfindet, sondern macht auch nochmal deutlich, wie planvoll man tatsächlich diese Euthanasie durchgeführt hat. Die dezentrale Euthanasie, die ich vorhin schon eingeführt habe, die Ermordung von erwachsenen Patienten nicht mehr in einer Gaskammer mit Kohlenmonoxid, sondern dann mit Medikamenten und beziehungsweise durch Verhungerung. Auch das hat die Lüneburger Patienten betroffen und unter ihnen auch tatsächlich Patienten aus dem Elbe-Weser-Dreieck, da komme ich gleich zu. Sowohl in Lüneburg selber fanden diese Tötungen statt, man hat aber auch Sammeltransporte, Verlegungen vorgenommen. Und einer fand am 8. September 1943 statt. Da wurden 300 Patientinnen und Patienten nach Pfaffenrode verlegt, eine Tötungsanstalt für die dezentrale Euthanasie. Und sehr viele, nämlich mindestens 252, sind dort gestorben. Das gleich vorweg. Ich bin gerade dabei zu identifizieren, an welchem Tag ist wer genau gestorben. Und das ist natürlich sehr mühsam und Mühlhausen, die Klinik dort hat gut zu tun, ist gerade sehr beschäftigt und sie haben es leider bis zum heutigen Abend nicht geschafft, mir die Zahlen zu liefern. Und da die Akten dort liegen, habe ich auch aktuell keine Möglichkeit, sie selber zu generieren. Aber das ist also auch noch eine Lücke, die ich demnächst schließen werde. Und aus deiner Sammelstelle sei noch gesagt, dafür hat man auch extra 2 Häuser eingerichtet in der Lüneburger Anstalt. Und auch da ist das Einzugsgebiet noch viel größer als das von der Kinderfachabteilung. Wir reden hier wirklich von Patientinnen ausländischer Herkunft aus Bremen, Bremerhaven, Weser-Ems, Hannover-Ost, Hannover-Süd sowie Braunschweig. Und im November 1944 kommen auch noch Patientinnen und Patienten aus Schleswig-Holstein dazu. 17 verschiedene Staatsangehörigkeiten. Und die größte Gruppe sind polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bzw. sogenannte Russen, so tauchen sie in den Akten auf, gefolgt von Ukrainern. Und wir haben aber auch eine sehr nennenswerte Gruppe an Belgiern und Niederländern, die eben geflüchtet von der Westfront ins Deutsche Reich kommen
und wo in den Flüchtlingslagern auch nochmal selektiert wird und die Menschen mit in irgendeiner Weise normabweichendem Verhalten, einer Epilepsie oder auch einer Entwicklungsverzögerung, werden eben dann eingewiesen in die Lüneburger Ausländersammelstelle. Und insgesamt sind bis zurzeit identifiziert über 330, aber das ist wirklich eine absolute Minimumzahl. Ich bin gerade dabei, auch noch neue Quellen zu erschließen. Jetzt habe ich mir für den heutigen Abend vorgenommen, Ihnen zu diesen vier Opfergruppen nochmal genau zu zeigen, wer kam jetzt eigentlich, wie viele, wie hießen die, wer war das eigentlich, aus dem Gebiet, was Sie besonders interessiert, aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Und das mache ich jetzt. Und es werden manchmal sehr viele Namen sein und ich kann jetzt schon mal anbieten, wer da noch mal genauer nachschauen möchte oder wer selber Angehöriger ist oder denkt, dass er Angehöriger sein könnte, kann sich selbstverständlich immer an mich wenden und dann unterstütze ich bei der Klärung. Fangen wir an mit einem Transport aus der Anstalt Venen. In Oldenburg-Venen waren natürlich auch Patientinnen und Patienten untergebracht und auch ausländischer Herkunft und die hat man dann nach Lüneburg zentralisiert und man hat sie am 14. Dezember 1944 von Oldenburg nach Lüneburg verlegt in die Ausländersammelstelle und wir haben auf dem heutigen immer noch existierenden ehemaligen Anstaltsfriedhof Gräber und da konnte ich diese hier identifizieren. Ich habe das Gebiet einschließlich Bremen und Bremerhaven und Delmenhorst habe ich auch noch ein bisschen mitgenommen, weil es eben auch viele Bewegungen gegeben hat. Also bei den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern rede ich hier wirklich nicht von Herkunftsort, sondern von Einsatzort. Und da die nicht immer in einem Betrieb gewesen sind, sondern oft auch die landwirtschaftlichen Betriebe, in der Regel waren es landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Rüstungsbetriebe gewechselt haben, musste ich das in diesem Fall etwas weiter fassen. Und da haben wir eben auch zahlreiche hier rot markiert aus Wesermarsch, Delmenhorst, Wilhelmshaven, schon mal unter denjenigen, wo wir auch heute noch Gräber haben. Das ist jetzt nur der Transport aus Venen nach Lüneburg. Insgesamt 6 sind aus Venen nach Lüneburg gekommen. Dann haben wir, hier sehen Sie unten eingeblendet, ein Foto von der Kriegsgräberstätte, die es heute noch gibt. Die wurde 1975 so eingerichtet. Und da liegen neben denen, die ich gerade eingeblendet habe, noch weitere Gräber von ehemaligen Patientinnen und Patienten der sogenannten Ausländersammelstelle, wo wir noch Gräber haben. Und das sind diejenigen, die ich ebenfalls identifizieren konnte. Und ich habe ihnen auch immer reingeschrieben, aus welchem Ort die kommen, beziehungsweise was ihr letzter Einsatzort war, Aufenthalts- beziehungsweise Meldeadresse, Meldeort. Das ist immer sehr wesentlich. Das sind insgesamt 9, sodass wir jetzt schon bei 15 Gräbern sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Gräber jenseits des Transportes und weitere Opfer aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Das sind dann diese hier, und sodass wir insgesamt auf eine Gruppe von mindestens 20 Frauen und Männer kommen, die allein nur aus diesem Gebiet allein in der Ausländersammelstelle untergebracht waren. Und die Gräber deuten darauf hin, die es auch nicht überlebt haben. Das möchte ich hier nochmal hinweisen. Ich werde jetzt hier wirklich nur Personen an die Wand werfen, die wirklich schon gestorben sind oder ermordet worden, getötet worden sind. Selbstverständlich gibt es auch Opfer von NS-Psychiatrie, die überlebt haben und trotzdem Entrechtung erfahren haben. Aber die habe ich jetzt nicht alle noch aufgenommen. Eine Beispielgeschichte möchte ich Ihnen gerne vorstellen und jetzt nutze ich tatsächlich das erste Mal mein Manuskript, weil die Geschichten doch auch sehr gründlich, finde ich, zu erzählen sind. Ein Beispiel ist Henry Wein, den ich Ihnen hier vorstellen möchte. Da ist sein Charakteristikbogen eingeblendet. Henry Wein wurde am 3. März 1924 in St. Niklas bei Antwerpen in Belgien geboren. Fälschlicherweise wurde auf seinem Charakteristikbogen, den Sie hier sehen in Teilen, angegeben, er sei Weber von Beruf. In Wirklichkeit hatte er aufgrund einer verzögerten Entwicklung und einer Epilepsie nicht einmal die Schule besucht. Sein Anstaltsaufenthalt war angeblich erforderlich geworden, weil sein Vater
und dieser war eigentlich der Weber von Beruf, sich nicht mehr um ihn kümmern konnte, als er in den Heeresdienst eingezogen wurde. Henry hatte ihm in der Werkstatt zwar geholfen, aber das war nun eben nicht mehr möglich, nachdem der Vater im Heeresdienst war. Weshalb sich seine Mutter, die in der Akte ebenfalls erwähnt wird, nicht um ihren Sohn Henry sorgen konnte, geht aus der Akte leider nicht hervor. Weil Henry, Zitat, ohne gehörige Aufsicht stört und er durch sein Verhalten dauernd die öffentliche Ordnung störe, und weil der begutachtende Amtsarzt aus Stade, Dr. Klages, der Auffassung war, Henry könne auch gemeingefährlich sein, wegen seines Schwachsinns empfahl Klages eine Überführung in die Anstalt mit der Eisenbahn. Das passierte. Schon am nächsten Tag brachte ihn interessanterweise sein Vater jedoch mit dem Auto in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Er wurde am 24. Oktober 1944 in das Haus 21 aufgenommen. Im Unterschied zum Amtsarzt Klages, der Henry attestierte, dass er die Uhrzeit könne, auch Gebrauchsgegenstände korrekt benutze, wenn auch langsam, so doch aber zusammenhängend spreche, kam der Lüneburger Arzt Gustav Marx zu dem Untersuchungsergebnis, und das haben Sie hier eingeblendet, Patient macht einen meist stumpfen und verblödeten Eindruck, eine Verständigung ist nicht möglich, da Patient nur voll idiotisch spricht. Diese Sprache ist hart, sie ist schier fast unerträglich, sie ist natürlich in Anführungszeichen von mir hier verwendet. Henry Wein sprach nur Flämisch, und vielleicht mag das der Grund dafür sein, dass Max, der Arzt, ihn einfach nicht verstand. Nach Weins Aufnahme erfolgten nur noch zwei Einträge. Am 31. Oktober wurden zwei epileptische Anfälle vermerkt. Am 15. Oktober schrieb Max, Pupille zeitweilig getrübt, Patient ist verblödet und zu einer Tätigkeit nicht fähig, verlegt nach Haus 15. Und das ist die entscheidende Information. Er kam also in die Ostarbeiterabteilung bzw. Ausländersammelstelle. Und am 8. April 1945, also wenige Tage vor der Befreiung Lüneburgs, notierte der Arzt Redepenning, heute 15 Uhr gestorben, im Dauerkrampfzustand, hatte die ganze Zeit mürrisch abweisend im Bett gelegen. Dem 20- bzw. 21-jährigen Henry Wein wurde nicht einmal eine Trauer über die Trennung von seinen Eltern zugestanden. Es gab damals Medikamente gegen Epilepsie, man hat aber in der Ostarbeiterbaracke sie einfach nicht verabreicht. Man hat den Tod billigend in Kauf genommen. Im November 2020 wurde Henry Wein, vor allem auf Initiative von Debbie Bühlau und aber auch Michael Quelle und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, ein Gedenkzeichen gesetzt. Henry Wein erhielt einen Grabstein und eine Geschichts- und Erinnerungstafel. Und ich freue mich ungemein, dass beide heute unter uns sind. Vielen Dank. Jetzt komme ich zu den Opfern der Aktion T4. Aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Hier habe ich Ihnen aufgelistet die verschiedenen Landkreise, und man sieht, aus dem Landkreis Cuxhaven haben wir 5 erwachsene Patientinnen und Patienten, die in der Aktion T4 von Lüneburg in die Tötungsanstalt verlegt worden sind und dort mit Kohlenmonoxid vergast. Aus dem Landkreis Osterholz-Scharmbeck sind es 7. Es sind immer Mindestangaben, und es sind wirklich nur die, die über die Lüneburger Anstalt verlegt worden sind. Das rufe ich einfach hier nochmal in Erinnerung. Dann haben wir aus dem Landkreis Rothenburg, haben wir, 1 und 4, 14 soll das heißen. Das ist die Darstellung, Entschuldigung. Das ist einfach jetzt die Darstellung. Ne? Es sind eigentlich 14. Meine Schrift, die ich zu Hause benutzt habe, ist nicht auf diesem Laptop, und dadurch haben wir jetzt Verzerrungen. Verzeihen Sie mir das. Was schade ist und hier durch die Grafikkarte nicht abgebildet wird, sondern nur wahrscheinlich gut zu erkennen ist auf dem Laptop hier. Und zwar habe ich immer auch die Namen
wo wir schon die Biografien elaboriert haben, also wo es wirklich eine lange Biografie dazu gibt, wo es Angehörigeninterviews gibt, wo es Dokumente gibt, die habe ich eigentlich rot unterlegt und ich lese sie jetzt hier einfach mal vor. Vielleicht finden Sie sie ja hier in dieser kleinen Schrift. Das ist einmal Anna Wichern und Anna Meyer, zwei Frauen, einmal ein Anna Wichern aus Osterwesede, den Trostbrief hatte ich schon eingeblendet, und Anna Meyer aus Schesel. Die wohnte in dem Haus, in dem heute der Scheseler Kindergarten ist. Für Anna Meyer wurde auch ein Stolperstein vor ein paar Jahren verlegt. Dann kommen wir zum Landkreis Stade. Da sind es tatsächlich sechs, die ich identifizieren konnte, die über Lüneburg in die Tötungsanstalten verlegt worden sind. Landkreis Verden eine Person, Marie Hecht. Und aus Bremen sind es dann sehr, sehr viele, 21. Das soll 21 heißen. Und eine elaborierte Langbiografie gibt es zu Christine Sauerbrey aus Bremen. Die werde ich gleich auch noch vorstellen. Und zu Dorothea Kofahl aus den Kropper Anstalten Bremen. Dann haben wir Stadt Bremerhaven. Aus der Stadt Bremerhaven bzw. Wesermünde-Lehe haben wir nochmal 19. Und es gibt eine Frau, Emma K., die ist tatsächlich am Tag ihrer Verlegung gestorben. Das heißt, ihr natürlicher Tod ist der Ermordung zuvorgekommen. Und das ist auch der Grund, warum sie als Einzige hier anonymisiert ist, weil die Angehörigen mich gebeten haben, da sie ja kein Euthanasieopfer ist und entkommen ist, entsprechend hier das zu kürzen. Ja. Auch ihre Biografie ist elaboriert. Wir haben aus der Stadt Buxtehude eine Person, aus der Stadt Cuxhaven haben wir acht. Genau, das waren jetzt nur die Frauen, wie Sie schon gemerkt haben, ganz aufmerksam. Aus der Stadt Stade haben wir dann noch vier, beziehungsweise Stadt Geestland und Hemmoor. Und Sie kennen es aus dem Titel dieses Vortrages. Auch die Geschichte von Frieda Pogoda aus der Stadt Stade, aus der Flutstraße 6, werde ich gleich noch genauer vorstellen. Es sind also insgesamt, wir reden jetzt erstmal nur über die Frauen, 89. Das ist sehr, sehr viel. Jetzt kommen noch mal die Männer dazu. Auch da haben wir natürlich sehr viele Namen. Aus dem Landkreis Cuxhaven sind es 13. Und ich hatte es schon jetzt erwähnt, Heinrich Brandt aus Bomberg ist tatsächlich der Einzige, der überlebt hat nachweislich, weil er tatsächlich in Hadamar selber, in der Tötungsanstalt, am Tor selektiert wurde für die landwirtschaftliche Arbeit. Und er hat dann in Hadamar in der Psychiatrie überlebt. Er ist die ganze Zeit Psychiatriepatient geblieben in Hadamar. Und hat dann nach dem Krieg in Hadamar ein Kino betrieben. Osterholz Landkreis haben wir vier, aus Rothenburg weitere vier Männer. Aus dem Landkreis Stade haben wir 14, die über Lüneburg in die Aktion T4 verlegt worden sind. Dann haben wir Johann Schlobum aus dem Landkreis Verden, Stadt Bremen wieder mit 15, Bremerhaven 27 Männer. Und August Goller wäre hier wieder rot unterlegt. Auch seine Geschichte werde ich noch vorstellen, zusammen mit seiner Schwester Anna. Und aus der Stadt Cuxhaven nochmal 5. Und aus der Stadt Stade Heinrich Falk. Nochmal einer. Macht zusammen 84. Und wer gut rechnen kann, hat 173 zusammengerechnet. Und das bedeutet, wenn wir von 474 Gestorbenen ausgehen müssen, eigentlich ja 473, wenn man Emma K. rauszählt, dann können wir doch sagen, dass ein Drittel aus dem Elbe-Weser-Dreieck kam. Und das ist für das Einzugsgebiet der Lüneburger Anstalt wirklich sehr viel. Jetzt möchte ich Ihnen tatsächlich Frieda Pogoda vorstellen. Frieda Pogoda, geborene Kempin, wurde am 24. August 1883, selbstverständlich, in Stade geboren. Und sie war mit dem Schneidermeister Eugen Pogoda verheiratet. Und gemeinsam
Mit ihren drei Kindern lebten sie in der Flutstraße 6 in Stade und ihr ist ja erst kürzlich ein Stolperstein genau an dieser Stelle verlegt worden. Frieda wurde am 31. Juli 1918 im Alter von 34 Jahren das erste Mal Patientin in Lüneburg. Da waren ihre Kinder noch ganz klein, die waren 11, 5 und 10 Monate alt. 5 Monate später wurde sie aber wieder gebessert entlassen. Ein Jahr später, nach dem Ersten Weltkrieg 1919, wurde sie ein zweites Mal aufgenommen. Und diesmal blieb sie doppelt so lange. Aber sie wurde auch wieder entlassen und blieb dann tatsächlich 14 Jahre lang gesund. Während sie gesund blieb, erkrankte ihr Ehemann Eugen an einer sogenannten progressiven Paralyse. Das ist eine Folgeerkrankung der Syphilis. Und er starb tatsächlich in der Lüneburger Anstalt am 27. März 1927. Quatsch, da wurde er aufgenommen, Entschuldigung. Er verstarb 1928 am 6. Juni, also ein Jahr, knapp ein Jahr später. Frieda Pogoda wurde dann 1934 ein drittes Mal und diesmal auch ein letztes Mal in die Lüneburger Anstalt aufgenommen. Und die Zeiten hatten sich verändert. Sie wurde nun erbbiologisch erfasst. Sie erhielt nun die Diagnose Schizophrenie und progressive Paralyse. Und Frieda blieb in der Anstalt bis zu ihrer Verlegung am 30. April 1941. Am 16. Juni 1941 wurde sie von dort, von der Zwischenanstalt Herborn, in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt und ermordet. Und sie starb im Alter von 57 Jahren. Dann möchte ich Ihnen noch Christine Sauerbrei vorstellen. Christine Sauerbrei, geborene Behrens, wurde am 24. September 1889 in Gröpelingen, heute ein Teil von Bremen, geboren. Und ihre Eltern waren der Schneidermeister Johann Behrens und Adelheid Behrens, geborene Behnken. Und Christine trat in die Fußstapfen ihres Vaters. Sie erlernte nämlich auch den Beruf der Schneiderin. Wie sie wiederum ihren Ehemann Hermann, Johann Hermann, Sauerbrei kennenlernte. Das ist nicht ganz bekannt, aber wesentlich ist, es gibt ein Foto von ihr hier in so einem Trainingsanzug der AG Weser von 1906, 1907. Und zur gleichen Zeit arbeitete eben ihr zukünftiger Ehemann Johann auch in der AG Weser. Und vielleicht sind sie sich dort, also sehr wahrscheinlich sind sie sich dort dann begegnet. Johann war dort Dreher. Johann, ihr Ehemann, wurde aufgrund seines Berufes von den Eltern von Christine als nicht standesgemäß empfunden. Außerdem war Christine mit 18 Jahren noch sehr jung, als sie Johann ehelichte. Obendrein lehnten die Eltern die politische linke Haltung von Johann ab. Die Eltern waren also gegen die Verbindung. Trotzdem heirateten beide und es kamen zwischen 1908 und 1912 nacheinander 4 gemeinsame Mädchen zur Welt. Johann politisierte sich während des Ersten Weltkrieges. Er schloss sich den Bremer Linksradikalen an, schon während des Krieges. Und als die Räterepublik durch die Reichsregierung blutig niedergeschlagen wurde und Mitglieder der Bremer Linksradikalen inhaftiert wurden, tauchten die nicht festgesetzten Linksradikalen unter und so auch Johann Sauerbrei. Er habe sich nach Moskau abgesetzt, fand Traute Konietzko bei ihren Recherchen heraus. Traute Konietzko ist die Angehörige von Christine Sauerbrei. Zitat: Aus Moskau kehrte er Monate später geläutert zurück, vom Kommunismus durch eigene Anschauung bekehrt. Die Angst um ihren Ehemann, die Unsicherheit über seinen Verbleib, die ständigen Verhöre, die Schande der Verhaftung und die mehrfachen Gefängnisaufenthalte, all das ging bei Christine Sauerbrei nicht ohne seelische Erschütterungen ab. Dazu wäre die schwere körperliche Arbeit in der Werft gekommen, um für den Lebensunterhalt ihrer 4 Kinder alleine zu sorgen. Am 8. Februar wurde sie erstmals Patientin, zwar in Elln in Bremen. Sie ist dann mehrfach nach Hause entlassen worden. Die Kinder, ihre 4 Mädchen, wurden auf die verschiedenen Geschwister verteilt. Und endgültig zerbrach sie dann tatsächlich, als Johann sich von ihr scheiden lassen wollte und sie für geisteskrank erklärte
und das auch als Scheidungsgrund angab. Sie wurde schließlich nach Lüneburg verlegt und dann am 30. April zusammen mit Frieda Pogoda nach Herborn in die Zwischenanstalt und von dort zusammen mit Frieda Pogoda am 16. Juni 1941 in Hadamar ermordet. Jetzt möchte ich Ihnen die Geschwister August und Anna Koller vorstellen. August wuchs als drittes und Anna als fünftes von insgesamt 6 Kindern auf. Das sind ihre Eltern, die hier eingeblendet sind. August Koller arbeitete als Netzmacher. Im November 1936 überkam ihn bei der Arbeit ein Weinkrampf und er fing an, verwirrende Sachen zu erzählen. Und wegen seines sonderbaren Verhaltens brachten ihn Arbeitskollegen dann in ein Krankenhaus und von dort wurde er dann in die Psychiatrie überwiesen. Dort verbrachte er die folgenden 4 Jahre und in dieser Zeit hielt die Mutter tatsächlich regen Kontakt mit ihm und schrieb immer sehr viele Briefe und versuchte irgendwie rauszufinden, wie es ihrem Sohn ging. Der erste Brief, der erhalten ist, ist von 1937 und die letzte Postkarte, die erhalten ist, ist ein Pfingstgruß, hier eingeblendet, von Mai 1940. August Göller gehört tatsächlich zu denjenigen, die ermordet worden sind, ebenfalls in der Aktion T4. Er wurde am 7. März 1941 in Pirna-Sonnenstein bei seiner Ankunft ermordet. Aber auch seine Schwester überlebte die nationalsozialistisch geprägte Psychiatrie nicht. Sie erkrankte 2 Jahre später als ihr Bruder. Zuvor hatte sie als Hausgehilfin gearbeitet. Im Februar 1943 wurde sie ins Wesermünder Krankenhaus aufgenommen. Eine Woche später lief sie fort. Einen Monat später wurde sie in die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt verlegt. Da sich Anna der Arbeitstherapie entzog und Widerspruch leistete, galt sie als eher renitente und unbequeme Patientin. Und sie blieb nicht nur ein halbes Jahr in der Lüneburger Anstalt. Am 8. September 1943 ist sie eben eine dieser 300 Patientinnen und Patienten, die in die Tötungsanstalt Pfaffenrode verlegt werden, heute Mühlhausen in Thüringen. Und auch dahin schreibt ihre Mutter Post. Hier ist ein Brief eingeblendet von ihrer Mutter, die sich immer wieder versucht zu erkundigen nach ihrer Tochter. Und dies ist einer der letzten oder der letzte Briefe, der letzte Brief von ihrer Mutter an die Tochter. Und er erreichte sie einen Monat vor ihrem Tod. Die Antwort auf Christines Brief fiel pessimistisch übrigens aus. Es sei keine Besserung eingetreten, das körperliche Befinden habe sich verschlechtert. Und Anna Goller starb am 11. Oktober 1944 in Mühlhausen und es ist davon auszugehen, dass sie eben auch tatsächlich getötet worden ist. Die Mutter erhielt dann eine Sterbemitteilung. Anna Gollers Schicksal, der Mord oder die Tötung in Pfaffenrode, deutet schon darauf hin, auf die nächste Gruppe derjenigen, die in der dezentralen Euthanasie ermordet bzw. getötet worden sind. Ich hatte schon erwähnt, dass ich immer noch auf Sterbedaten warte. Dank Michael Quelle sind mir zumindest diejenigen aus dem Landkreis bzw. der Stadt Stade bekannt. Das ist keine abschließende Liste, muss man sagen. Also Michael Quelle war so toll und hat schon mal ganz viel vorgearbeitet und ich bin sehr dankbar darüber. Und ich habe jetzt einfach nochmal neben den 13 mir kommunizierten von Herrn Quelle nochmal geguckt, wen gibt es denn noch? Und dieses Fragezeichen ist ernst gemeint. Da ich eben noch auf Sterbedaten von all diesen warte, weiß ich nicht, wer von all diesen hat jetzt eigentlich Pfaffenrode überlebt. Wenn wir aber von einer Sterberate von mindestens 40% in Pfaffenrode ausgehen, können wir eben im Grunde genommen wissen, wie viele von denen zumindest summarisch nicht überlebt haben. Ich blende die Namen tatsächlich gerne ein, auch für den Fall, dass sich unter uns hier Menschen befinden, die vielleicht verwandt sind und vielleicht sogar gute Nachrichten haben und mir mitteilen können,
dass der eine oder die andere überlebt hat. Ich möchte Ihnen tatsächlich auch aus dieser Gruppe noch jemanden vorstellen als biografisches Beispiel. Dazu komme ich gleich. Das ist nämlich Karl Mehlmann. Karl Mehlmann wurde am 20. Januar 1899 in Westerjork im Landkreis Stade geboren. Seine Mutter Katharina, das ist er, der Karl. Seine Mutter Katharina sowie ihre zwei Brüder, also sein Onkel Johann und Heinrich Mehlmann, erkrankten alle drei an einer progressiven Paralyse und wurden Patienten der Heil- und Pflegeanstalt. Johann und Heinrich starben in den Jahren 34 und 37. Karl, der Neffe, war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon Patient der Lüneburger Anstalt. Er wurde 1932 aufgenommen. Als auch Karls Mutter Katharina Mehlmann Patientin der Lüneburger Anstalt wurde, war er nur noch 5 Tage in Lüneburg. Dass Karl Mehlmann zum Zeitpunkt der Aufnahme seiner Mutter überhaupt noch in der Lüneburger Anstalt war, gleicht einem Wunder. Der Charakteristik kann nämlich entnommen werden, dass er eigentlich auch für die Verlegung in die sogenannte Aktion T4 vorgesehen war. Das kann man an diesem Eintrag sehen, den ich Ihnen da nochmal rausgeholt habe. Da sieht man 7.3.1941 verlegt in sächsische Anstalt. Das ist der Hinweis, dass er eigentlich vorgesehen war, nach Pirna-Sonnenstein in die Tötungsanstalt verlegt zu werden. Dann habe ich mich natürlich gefragt, wieso wird er zurückgestellt? Und die einzige Erklärung, die ich habe, ergibt sich auch aus dem Charakteristikbogen. Dort findet sich nämlich eine Information, dass er im Ersten Weltkrieg gedient hat und dass er versehrt war. Und das ist mit einem Strich unterstrichen, sodass das offensichtlich von Bedeutung war. 1943, also 2 Jahre später, war die Versehrtheit im Ersten Weltkrieg überhaupt nicht mehr von Bedeutung. Und das ist der Grund, warum er am 8. September 1943 nach Pfaffenrode verlegt wird und dort am 5. Januar 1944 verstirbt. Hier ist das nochmal mit der Kriegsverletzung. Sie sehen das rot unterstrichen, Kriegsverletzung, 10 cm lange Narbe am linken Oberarm. Das schien auf jeden Fall eine von Bedeutung zu sein. Er stirbt, wie gesagt, am 5. Januar 1944. Im Übrigen überlebt seine Mutter ihn auch nur 6 Wochen. Sie wiederum stirbt am 23. Februar 1944 in Lüneburg im Rahmen der sogenannten dezentralen Euthanasie. Also hier haben wir keine Geschwister, sondern Mutter und Sohn. Jetzt möchte ich noch zu den Kindern kommen zum Schluss aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Da habe ich eine Datenbank aufgebaut, die es mir möglich macht, auch regional zu identifizieren, aus welcher Region kommen welche Kinder eigentlich nach Lüneburg und werden dort konzentriert. Es gibt 10 Kinder aus dem Landkreis Cuxhaven, aus dem Osterholz-Landkreis Rothenburg haben wir 11 Kinder, die wirklich auch gebürtig sind aus Rothenburg. Das ist jetzt nochmal ein Unterschied. Das sind jetzt nicht die 138 Kinder aus den Rothenburger Anstalten, sondern hier rede ich wirklich von denjenigen, die gebürtig aus dem Landkreis Rothenburg kommen. Dann haben wir natürlich den Landkreis Stade vertreten und wir haben Verden, also 13 und 3. Wir haben sehr viele aus Bremen. Es gibt dort eine Kollegin in Bremen, Frau Engelbracht, die das sehr, sehr akribisch recherchiert hat und dazu auch ein Buch veröffentlicht hat. Das kann man nachlesen. Wir haben tatsächlich sehr viele auch aus Bremerhaven, nämlich 20. Dann haben wir Stadt Cuxhaven nochmal separat, Stadt Stade, Verden. Alles in allem haben wir 98 Mädchen und Jungen und Mädchen in der Kinderfachabteilung Lüneburg. Und da können wir wieder im Grunde genommen rechnen und feststellen, oha, von den 300 bis 350 ermordeten Kindern ist wieder etwa 1/3 aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Es gibt Regionen in der Provinz Hannover, die sind völlige die sind leer. Da gibt es nicht ein Kind, was in die Fachabteilung kommt, obwohl Lüneburg Einzugsgebiet ist.
Offenbar gab es hier Gesundheitsämter, die sehr willfähig waren zu melden und die das sehr, sehr lückenhaft vollzogen haben. Anders kann ich mir es nicht erklären, warum ich große Gebiete habe in der Provinz Hannover, wo niemand kommt und aus dieser Region eben sehr viele. Ich möchte Ihnen auch da Beispiele liefern und zum Beispiel beginne ich mit Ernst Witt aus Bützfleth. Ernst Witt wurde am 18. August 1929 im Landkreis Stade geboren. Seine Mutter Martha war unverheiratet und lebte noch bei ihren Eltern Klaus und Caroline. Klaus Witt war Apfelbauer und Obsthändler. Aufgrund einer Entwicklungsverzögerung wurde Ernst Witt im Dezember 1936 in die Rothenburger Anstalten der Inneren Mission eingewiesen. Und sein Großvater hielt schriftlich den Kontakt zu den Rothenburger Anstalten und schickte auch sehr oft sehr viele und auch sehr regelmäßig Äpfel. Bei einem Besuch im Jahre 1937, ich gucke gerade mal, auf welcher Seite ich bin, genau, da muss ich hin. Bei einem Besuch des Großvaters im Jahr 1937 war er über den Zustand seines Enkels entsetzt. Am 9. Oktober, ach so, da möchte ich gerne nochmal Ihnen ein Zitat tatsächlich auch einblenden. Das ist das, was der Großvater wohl gesagt haben soll bei seinem Besuch. Es ist oplatt. Ein Lütsche schön von Gesundheit strotzender Junge, heb wir doch heimbracht. Ich glaube, Sie können das besser als ich. Und nu so hier so gut. Ich weet nicht, was Sie mit dem Föhrhaft habt. Das ganze Gesicht wör twei und der schöne rohe Farf wor weg. Das böste wör her wör glicks tot. Ja? Das ist das, was der Großvater sagt, ohne tatsächlich das im Sinne von Aufforderung zur Tötung natürlich zu meinen. Ne? Also es ist eine Sorge, die er da zum Ausdruck bringt. Und ganz interessant, dieser Brief, den ich Ihnen im Hintergrund eingeblendet habe, wo das Zitat des Großvaters drinsteht, ist von seinem Nachbarn geschrieben. Also offensichtlich hat man wirklich auch darüber geredet mit Nachbarn, was da in Lüneburg los ist und wie es dem Jungen da schlecht geht. Also man hat wohl, beziehungsweise hier sind es ja die Rothenburger Anstalten, sogar gar nicht Lüneburg, aber man hat eine große Anteilnahme an der Situation dieser Kinder. Das ist also schon Rothenburg. Ernst Witt kommt dann am 9. Oktober 1941 von Rothenburg. Er überlebt das tatsächlich nur 4 Monate. War hin und wieder Wutanfälle bekam, ordnete Dr. Baumann ihn an, ihn in eine Zwangsjacke zu stecken. Also er verbrachte eigentlich fast die ganze Zeit in der Zwangsjacke. Und da die Kinderstation kaum beheizt wurde, stellte sich der Ernst ganz gerne auch an die Heizung, damit er nicht so fror. Hierbei zog er sich eine Brandwunde zu. Man verabreichte ihm eine Überdosis Luminal, so der Handelsname des damaligen Medikamentes, mit dem man die Kinder ermordet hat. Und da man die Fenster im Winter immer offen ließ und die Kinder nicht bekleidet wurden, auch schon im übrigen Nachmittags um 3 nackedei unter ein dünnes Laken ins Bett gelegt und dort mussten sie auch das Abendessen einnehmen. Also man hat diese Kinder wirklich sehr stark verwahrlost. Erkrankte Ernst Witt, um das zu Ende zu führen, infolge dieser ganzen desolaten Versorgung dort und Unterbringung an Bronchitis, die war natürlich provoziert worden und starb er am 5. Februar 1942 und wurde dann im Anschluss auf dem Kindergräberfeld bestattet. Und hier sieht man noch die Todesanzeige. Offizielle Todesursache ist eben eine Bronchitis. Aber wir wissen, erstens gab es eine Überdosis des Medikamentens und zweitens hat man eben durch Unterkühlung etc. regelrecht dazu beigetragen, das provoziert, dass er stirbt. Auch Helga ist ein Mädchen, das aus Westerwesede, aus dem Kreis Rothenburg, Helga Volkmer, geboren am 19. März 1933, ein Mädchen, was in der Lüneburger Kinderfachabteilung ermordet wurde. Sie hatte 3 Geschwister und die Eltern waren Johann und Marie Volkmer. Und sie bewirtschafteten 10 Morgen Pachtland und hatten 2 Kühe. Und 1939 wurde Helgas Aufnahme in die Anstalt beantragt. Zitat,
Da sie, die Mutter, durch die Betreuung ihrer Kinder und durch die Versorgung der eigenen Landwirtschaft mit 3 Stück Rindvieh ausgiebig in Anspruch genommen wird. Das heißt, hier unterstellt der Amtsarzt, dass die Mutter eben überfordert ist mit dem Kind und ihrer Arbeit nicht nachkommen kann und dass deswegen Helga in die Kinderfachabteilung muss. Helga wurde am 5. Juni 1939 in die Rothenburger Anstalten der Inneren Mission erst eingewiesen und dort diagnostizierten die Ärzte dann einen Wasserkopf. Es gibt zwischen Juni 39 und August 41 eigentlich gar keine Einträge in ihrer Krankenakte, obwohl sie in der Zeit an Diphtherie und Scharlach erkrankt war. Und dann am 9. Oktober zusammen mit Ernst Witt kommt sie eben auch in die Lüneburger Kinderfachabteilung. Obwohl sie schon am 9. Oktober da ist, findet der erste Eintrag in ihre Krankengeschichte erst am 19. November statt, also knapp 6 Wochen später. Und schon der zweite Eintrag in ihrer Krankenakte beschreibt eigentlich ihr Sterben. Die Eltern wurden mit einem Standardschreiben vorab auf den bevorstehenden Tod vorbereitet. Das habe ich Ihnen hier eingeblendet. Zitat: Ihre Tochter Helga ist seit einigen Tagen hochfieberhaft erkrankt. Bei ihrer allgemeinen Hinfälligkeit ist ihr Zustand nicht unbedenklich. Das ist ein Schreiben, was nahezu alle Eltern erhalten haben. Und in der Regel trat dann 2, 3 Tage später der Tod ein, wie auch in diesem Fall. Helga starb am 30. November 1941. Sie ist eines der ersten Opfer der Lüneburger Kindereuthanasie und nach ihrem Tod wurde ihr Gehirn entnommen und ihr Leichnam seziert. Als offizielle Todesursache notierte der Arzt Dr. Baumert wieder eine Lungenentzündung. Sie wurde als 5. Kind auf dem Kindergräberfeld des Anstaltsfriedhofes bestattet und ihre Mutter reiste noch zur Beerdigung an. Allerdings zu spät, Helga war bereits beerdigt worden. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch die Geschichte der Brührich-Kinder oder der Kinder der Brührichs vorstellen. Das sind 3 Bremer Kinder. Der älteste Hans Brührich, den wir hier sehen, war das älteste Kind von Johanne und Wilhelm. Sie wuchsen bei den Eltern, also er wuchs bei seinen Eltern auf bis zum 10. Lebensjahr. Er hatte wohl seinen Arm nicht so unter Kontrolle. Und die Mutter brachte dann noch 2 weitere Kinder zur Welt. Und nach der Geburt des 3. Kindes soll sie wohl sehr beansprucht gewesen sein. Und das wird wohl auch Ausschlag dafür gegeben sein, dass sie Hans dann auch tatsächlich abgegeben hat. Hans kam zunächst ins Gertrudenheim und er hatte ein bisschen Pech. In dem Moment, wo er in das Gertrudenheim ankommt, ist auch schon die Entscheidung gefallen, dass das Gertrudenheim evakuiert wird. Und das bedeutete, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner, und dazu gehörte er dann eben auch, nach nur einer Woche Aufenthalt nach Kutzenberg kam, nach Oberfranken. Und dort wurde er dann im Rahmen der Kindereuthanasie getötet. Seine Schwester Erika, hier links im Bild, hatte wohl eine Gehirnhautentzündung und infolgedessen eine Entwicklungsverzögerung entwickelt. Margret wiederum hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit gar keine Behinderung. Beide Mädchen waren 1944 sehr oft mit ihrer Mutter im Bunker und wurden dort denunziert während der Bombenangriffe. Und die Mutter wurde daraufhin eingeladen in das Gesundheitsamt. Und von dort aus erfolgte dann die Anordnung, dass beide Mädchen in die Lüneburger Kinderfachabteilung eingewiesen werden müssen. Und die Mutter dachte, dass es ihre Chance, rauszufinden, inwieweit ihre 3 Kinder in irgendeiner Weise Behinderungen hatten aufgrund nicht guten Erbgutes. Sie dachte, soll ich noch ein 4. Kind kriegen? Ich bin mir unsicher. Jetzt habe ich die Möglichkeit, den Lüneburger Arzt zu fragen, ob es sich lohnt, noch ein 4. Kind zu bekommen. Und vielleicht kann der mir bei der Entscheidungsfindung helfen, indem er bei den Kindern guckt, was haben die für Behinderungen und warum bekomme immer ich Kinder mit Behinderungen. Der Arzt schreibt ihr, dass er das auf jeden Fall nachverfolgen kann. Allerdings müsse er dafür eben
ein Gehirn untersuchen. Hier ist nochmal der Brief, wo die Mutter fragt, möchte sie auch fragen, ob sie schon festgestellt haben, wovon es kommt, dass meine beiden Kinder krank sind. Und der Arzt antwortet ihr, dass er das eben nur kann, wenn er Untersuchungen am Gehirn vornimmt. Und das bedeutet, er tötet Erika. Und er entnimmt das Gehirn von Erika und untersucht es und beantwortet die Frage von Frau Bulrich, von Johanne, und antwortet ihr, naja, um wirklich sicherzustellen, ob es sich lohnt, ein viertes Kind zu bekommen, müsste ich auch noch das Gehirn von Margret untersuchen. Und daraufhin wird auch Margret ermordet. Beide Mädchen werden also im Abstand von wenigen Wochen ermordet. Die Mutter hat natürlich mit ihrer sehr naiven Frage überhaupt nicht die Absicht gehabt, ihre Kinder töten zu lassen, sondern sie hat einfach nicht gewusst, was das bedeutet. Und ist tatsächlich auch über den Tod ihrer drei Kinder in der Kindereuthanasie nie wirklich hinweggekommen. Nach der Hirnsektion von Margrets Gehirn, also von dem zweiten Kindergehirn, empfahl Max Bräuner ihr, der damalige ärztliche Direktor, sie solle nach Möglichkeit besser keine weiteren Kinder bekommen. Und daraufhin adoptierten sie und ihr Ehemann einen Jungen, Friedrich Bulrich, und er wiederum erfuhr erst nach dem Tod seiner Adoptiveltern, dass er drei leibliche Geschwister hatte, indem er diese Sterbeurkunden fand im Nachlass seiner Adoptiveltern. Er machte sich auf die Suche nach ihrem Schicksal und setzt sich bis heute für die Aufarbeitung der Euthanasieverbrechen ein. Ich komme zum Schluss. Meine Ausführungen enden nicht grundlos mit den Kindern der Bulrichs. Euthanasie, der Patientenmord, wird gemeinhin als ein Patientenmord an deutschen Erwachsenen beschrieben. Noch dazu an Einzelnen, die aus der Familie gerissen wurden und vereinzelt, verfolgt, entrechtet und ermordet wurden. Diese Vereinzelten sind in der Aufarbeitung bis heute noch oft anonym und das Verbrechen wird beschrieben als eine klinische Tat, die in einer Anstalt stattgefunden hat, also weit weg in einer totalen Institution. Mein Vortrag sollte Sie wachsam dafür machen, dass dieser Blick verstellt, dass es sich auch um einen Mord an Europäern sowie an den jüngsten und schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft, und das sind nun mal die Kinder mit Behinderungen, handelt. Was ich deutlich machen wollte, ist, dass es sich eben nicht um die Anonymen da draußen irgendwie handelt, sondern dass es sich um einen Mord an unseren direkten Nachbarinnen und Nachbarn in unserem Dorf, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt gehandelt hat. Ein Mord, der in der Mitte unserer Gesellschaft quasi vor der eigenen Haustür stattfand. Und auch das konnte hoffentlich herausgearbeitet werden. Es handelt sich bei der rassenhygienischen Verfolgung nicht nur um die Entrechtung Einzelner, sondern um die Verfolgung und Entrechtung ganzer Familien. Auch das machen die Gollers, die Mählmanns und die Bulrichs exemplarisch deutlich. Deshalb haben sie mit den letzten Biografien, die ich Ihnen vorgestellt habe, auch Einblick in das aktuell laufende Forschungsprojekt bekommen zum Thema Geschwister, das mit der Eröffnung einer gleichnamigen Sonderausstellung am kommenden 27. Januar und einer dazugehörigen Buchpublikation 2022 sein Ende finden wird. Für all diese Arbeiten ist es bedeutsam und wesentlich, dass es Initiativen wie die zum Beispiel von Debbie Bühlau und von Michael Quelle gibt, die mit viel Idealismus und ehrenamtlichem Engagement lokalgeschichtlich diese ermordeten Nachbarinnen und Nachbarn identifizieren und ihr Schicksal aufarbeiten, klären, wer das eigentlich ist, die oder der damals aus der Gemeinschaft gerissen, brutal selektiert und ermordet wurde. Meine Gedenkstätte kann das für das gesamte Einzugsgebiet der Lüneburger Anstalt und ihren Sonderaufgaben nicht alleine bewältigen. Schon deswegen nicht, weil ich immer noch leider die einzige hauptamtliche Beschäftigte der Gedenkstätte bin, mit Projektverträgen, die diese hier gesamthaft vorgestellten Arbeiten streng genommen eigentlich vollständig ausschließen. Das läuft nebenbei, ja? Daher möchte ich abschließend wirklich all jenen, auch die hier nicht namentlich genannten, einschließlich den Angehörigen der Opfer von Herzen danken,
die mich in der Aufarbeitung dieser Lüneburger Psychiatrieverbrechen unterstützen. Danke. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit.